Hallo, TC Wolf Games und herzlich willkommen zum Team Milling gegen den Pokebazi. Und diesmal wird etwas besonders, weil nebenbei ja nicht mal das Team, weil ich bin ein bisschen, unter Zeitdruck. Sagen wir es mal so, unter Zeitdruck. Ja, nicht unter Zeitdruck, eigentlich habe ich nur, ja, die Zeit vermutlich nicht gut gemanagt. Und deswegen 19 Uhr ist der Kampf, wir haben 18:47. Go, 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 würde ich sagen. Aber ich erkläre mal, was ist denn Bazis Team? Bazi hat sein Team ein bisschen was geändert. Er hat vor allem seine OU-Picks ein bisschen geändert, UU-Picks, dann ist der Rest eigentlich gleich geblieben. Aber was hat er denn jetzt genau? Bazi hat einen Mega Aerodactyl, was sehr, sehr schnell ist, der sehr, sehr stark sein kann. Das Problem ist, mein Team hat, das schnellste Mod in meinem Team ist Celesel. Das ist ein bisschen doof, wisst ihr warum das doof ist? Celesel ist zwar schön schnell und so weiter, aber Bazi kann, da mein schnellstes Mod 117er Speedbase hat, sein Mega Aerodactyl mit dem Wesen hart spielen, das heißt, es haut stärker rein und er kann vor allem auch sehr viel HP-Investment spielen. Das heißt, sein Mega Aerodactyl ist auch noch bulky. Ja, das gefällt mir nicht, aber gut, da muss man wohl mit leben, nicht? Ja, dann hat er noch Zapdos. Zapdos hat uns das letzte Mal schon ziemlich die Nerven gekostet und kann diesmal natürlich auch wieder gefährlich werden. Da muss man natürlich gucken, wie das dann werden wird. Das Pokémon ist auf jeden Fall ziemlich gut, hatte ich auch in GPL Season 3. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ist auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich gutes Pokémon. Vor allem mit Aircutter kann es auch in dieser Floor treffen, was natürlich nervig ist. Dann hat er das normale Seigab, was, wenn ich ehrlich bin, sehr, sehr gefährlich ist, weil es halt super, super bulky ist. Da muss man sich auf jeden Fall gegen vorbereiten, sonst kann es einfach sweepen. Vor allem, weil es halt gegen super viel dann auch einen Zap rausbekommen kann. Und das kann man nicht erlauben, weil sonst, verliert man einfach und das darf nicht passieren. Dann hat er noch sein Logok, das Ding ist jetzt ein Neuzugang, da hatte er vorher im OU-Slot Panferno, jetzt hat er Logok, er hat quasi Saiga 10% mit Logok ausgetauscht und sein Panferno mit seinem Saiga 50%, was ganz ehrlich ein guter Tausch war, weil ja, so finde ich das auch besser in seinem Team. Logok ist gefährlich, also Logok ist sehr, sehr stark und kann mit seinem Flammenblitz und Turmkick sehr, sehr zulegen. Das Gute ist, dass er nur eine 80er Speedbase hat, das heißt, ich habe viele Monster, die schneller sind als er. Aber ich muss auf jeden Fall aufpassen, weil sonst kann das Ding mir auf jeden Fall enormen Schaden machen und muss ich mal sehen, wie ich da rumspiele. Dann hat er Necrozma. Necrozma war das letzte Mal auch ziemlich, ziemlich gut. Da muss ich halt gucken, dass ich da rumkomme. Solange ich die Gefahr überhalte, soll das passen. Aber ja, es kann natürlich ziemlich, ziemlich nervig werden, einfach weil es so bulky ist und sich halt auf sehr viel setupen kann. Da muss ich mal gucken. Dann hat er jetzt einen Zoroark, der liebe Bazi. Und das Ding kann natürlich gefährlich sein. Es hat auch einen Z-Kristall, was natürlich nochmal, sehr viel gefährlicher ist und ich weiß nicht, ob man in Wi-Fi erkennen kann, ob ein Zoroark, ob der Gegner ein Zoroark ist. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Regi gemeint hat, dass man das kann. Ich habe es jetzt nicht getestet, hätte ich testen sollen, aber jetzt keine Zeit mehr für. Werden wir im Kampf, denke ich, mal rausfinden, weil im Kampf sagt er nämlich immer wieder den Typ des Gegners. Und ich glaube, Regi meinte zumindest, dass angezeigt wird, dass der Gegner vom Typ Unlicht ist, auch wenn der Zoroark jetzt verwandelt ist. Ich meine, wir werden es rausfinden jetzt und mal gucken, ob das jetzt stimmt oder ob es nicht stimmt. Ich habe keine Ahnung, es ist auch nicht so groß erforscht, aber das kann auch natürlich sehr gefährlich sein, Zoroark. Vor allem, wenn es als das Richtige verkleidet ist, sagen wir mal so, dann kann irgendwas Falsches wechseln, dann muss ich was opfern, das wäre natürlich doof. Sagen wir mal, Mega Aerodactyl, ich wechsle mein Lendotin, dann kommt eine Dark Pulse, das wäre nicht so schön. Gut, dann hat er Ditto. Ditto ist natürlich nervig, da kann ich mich nicht setupen, weil sonst wird Ditto das einfach kopieren, dann hätte ich ein Problem. Aber sonst ist halt ganz normal Ditto, ne? Und dann hat er sein Sevaro oder sein Decidueye. Das Ding ist natürlich nervig, aber ich habe so viele Monster, die schneller sind. Ich glaube, er hat es einfach nicht dabei, sind wir ehrlich. Dann hat er sein Amoroso, das Ding kann natürlich mit Shell ziemlich gefährlich werden. Hab mein Visaflor. Das sollte irgendwie hinhauen und ja, mache ich mir ja nicht keine so großen Gedanken. Sein Morbile, ja, das Ding ist halt nicht so bulky und ich weiß nicht. Ich kann es halt mit viel zu vielen Mons besiegen, deswegen ich sehe es jetzt nicht als so eine große Gefahr an. Deswegen habe ich mich jetzt nicht so exzessiv darauf vorbereitet, aber ich kann es halt immer noch locker besiegen, weil das macht nicht so viel Damage. Und dann hat er noch sein Garbodor, was gefährlich werden kann, wenn er es mitnimmt und Spikes legt. Weil ich habe mein Team jetzt so mitgenommen, dass ich keine Hazard Removal habe. Und wenn er tatsächlich Spikes spielt, dann kann das tatsächlich nervig werden. Was sind denn so Schwachstellen im Bazis Team? Er hat Rocksetter, er hat Mega Aerodactyl, Necrozma und Amoroso. Aber er möchte auf gar keinen von denen eigentlich so wirklich Rock spielen. So, wo er von mich Rocks drauf spielen wird, wird sein Necrozma sein, wenn überhaupt. Bei Amoroso weiß ich nicht, ob er kann mal auf Mauer noch Rock spielen. Ich weiß nicht, ob er das dabei hat, aber
Ja, das wird vermutlich halt Rocks Necrozma sein, weil auf Mega Glaceon möchte er seine Coverage nicht aufgeben. Auf Necrozma eigentlich auch nicht, weil, ja, es ist ein bisschen schwer für Barzi da Rocks reinzupacken. Also mal sehen, vielleicht wird er aber auch einfach Spikes mit seinem Gabelot spielen, das wird natürlich interessant. Egal, mal sehen, was er für Fehlsatz mitbringen wird. Gut, ja, was habe ich denn dabei? Ich habe dabei Melanoti. Das hat einen sehr guten Grund, weil Melanoti ist amazing. Aber das ist nicht nur der einzige Grund. Mit der Kiroya-Beere kann ich so schöne Sachen wie eine HP-Eis von Zapdos tanken. Ich kann auch ein Eis fängen von Megalodactyl tanken. Mit meinem Moveset treffe ich dann natürlich die beiden dann ziemlich gut. Ich habe mir überlegt, ob ich HP-Eis spiele, aber das Problem ist, dass ich halt kein Moveset dafür aufgeben kann. Das heißt, das Seigert kann ich nur mit dem EQ treffen, aber da ich Max Attack Investment habe, treffe ich das Seigert trotzdem ziemlich stark. Was auch ziemlich gut ist an Lernoti, ist, dass ich schneller bin als das Blaziken. Das heißt, ich kann zur Not in Hit reinkommen und kann das Blaziken dann killen. Kann es auch, ja, revengen zur Not und ja, das ist halt ziemlich nett, weil, ja, das Speedwert von Lando ist halt immer wieder klasse. Ich bin auch schneller als sehr, sehr viel in seinem Team, weil Barzi hat jetzt halt zwar schnelle Monster, in Anführungszeichen, aber die Monster, die jetzt tatsächlich schneller sind, gut, die Oreo-Picks sind alle schneller als Lando, aber na gut, und dann hat er Zoroark, aber als der Rest bin ich schneller, gut, Scarf Ditto ist jetzt, ja, aber in Story kann ich was wechseln, das ist okay und ja, das passt dann. Dann habe ich hier auch noch die Rocks, weil sonst passen die auf kein anderes Mon hier in dem Team und ich brauche natürlich meine Tarnsteine, das ist doch ziemlich klar. Und dann noch U-Turn wegen Momente. Der Speed ist dafür da, damit ich schneller bin als ein Blaziken. Ja, also als ein Logok, das ist es und ja, das war es dann, weil ich bin so auch schneller als ein Cosma und ich meine, das Seigert kriege ich eh nicht outspeedet, deswegen passt das eigentlich so und gut ist. Ja, dann mein anderes Mon ist Scavengery. Das habe ich jetzt nur auf Freeze getauft, in der Hoffnung, dass er mich nicht freezen wird. Das Gute ist, das Einzige, womit er mich wirklich freezen kann, ist Eisfang von Mega Aerodactyl oder Eisstrahl von Omastar. Ja, beides ist gut. Eisfang von Mega Aerodactyl ist tatsächlich sogar, kann wirklich passieren, dass mich das trifft, weil vermutlich von Lando wechsle ich dann auf Jiri oder so. Der Kopf trifft der Eisfang, aber ich glaube nicht, dass mich das freezen wird. Also hoffen wir einfach mal nicht. Und ja. Das wäre es dann eigentlich. Also, es sollte eigentlich passen. Jiri sollte das machen. Diesmal hat er auch kein Eis-Pokémon Barzi, also würde schon irgendwie. Scarf Jiri ist immer noch gut gegen ihn, weil das ist schneller als sein ganzes Team. Also, von Barzi ist es auch schneller als ein Plus 1 Seigert. Vor allem habe ich jetzt auch den Eispunch drauf. Das heißt, ich kann das Seigert auch ziemlich gut revengen, was halt natürlich nochmal nett ist. Und ja, Iron Head dann wegen Step. Dann kann ich sowas wie eine Cosma zur Not runterflinchen, was ich weiß nicht, kann sein, dass es irgendwie sinnvoll sein wird, weil ja, die Sache ist halt, das Ding kann gefährlich werden. Deswegen, ja. Ihr wisst Bescheid, nicht? Ja, dann muss ich mal gucken, was ich dann so mache. Gut. Dann habe ich dann noch Trick drauf. Das ist einfach, falls er sich mit den Cosma zu sehr boostet oder so. Da kann ich dem Trick dann den Scarf geben. Dann ist er nicht mehr so gefährlich, wie er vorher war. Und falls er sonst noch irgendwie Roost Zapdos oder so hat und ich brauche das Speed nicht mehr oder so, keine Ahnung. Was nochmal Scarf Jiri ziemlich gut macht, ist einfach, dass ich schneller bin als das Mega Aerodactyl. Das ist nämlich sehr wichtig, weil Mega Aerodactyl ist ein großer Threat. Und dem möchte ich natürlich nicht Ewigkeiten bekämpfen. Deswegen, wenn ich Scarf Jiri habe, kann ich das einfach revengen. Problem gelöst. Und gut wäre es dann. Ja. Was dann auch noch gut ist, ist natürlich U-Turn. Das ist einfach für die Coverage. Nicht wirklich Coverage, eher für Momentum. Wenn ich jetzt denke, wechsle in Zapdos oder so und ich habe Tarnsteine raus, dann kann ich einfach U-Turn drücken. Dann kriegt er erstmal 25 Prozent Damage. Und wenn er jetzt Leftovers hat, dann recovert er das zurück. Aber da kann ich in Mon gehen, was Zapdos besiegt. Und dann passt das Ganze, sagen wir an Celeste, kann ich Fireblast drücken und muss wieder rausgehen. Und dann habe ich einen Gechip, was auch ziemlich cool wäre. Jo. Dann kommen wir mal in Hydreigon. Das ist das nächste Mal, was ich dabei habe, was ziemlich gut gegen den Cosma ist. Es gibt nur zwei Mons in seinem Team, die schneller sind als Hydreigon. Das eine Mon kann nichts dagegen machen. Aber eigentlich drei Mons. Zapdos ist schneller. Das kann natürlich was gegen ihn machen. Das habe ich gerade übersehen. Ja, aber es gibt dann noch. Wie heißt es? Es gibt. Zoroark. Und Zoroark ist gar nicht immer so gut gegen Hydreigon, weil es kein Dazzling gegeben hat. Ich glaube, es lernt Focus Blast, bin ich mir nicht auch recht. Ich guck mal ganz kurz nach. Aber das ist okay. Ja, Focus Blast. Aber die Sache Focus Blast ist ja Focus Blast. Und Nervil. Oh, das ist nicht das Team. Das ist das Team. Und wir wissen alle, was Focus Blast für ein geiler Move ist. Deswegen, ja. Allerdings ist halt ein netter Switch. Weil, wie gesagt, kein Deutschen. Ja, wie gesagt, muss halt treffen, nicht? Und dann Mega Aerodactyl kann mich nicht one-shotten, was halt ganz nett ist. Und ja, Hydreigon ist einfach ziemlich gut. Vor allem halt natürlich gegen Necrozma. Das ist halt das Wichtige. Aber. Und auch gegen Sylvaro, also gegen Decidueye. Und generell ist es einfach nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Mein Set ist einfach, dass ich schneller bin als Zygarde. Kann dann das Zygarde zum Beispiel auch Draco. Draco ist generell einfach ein guter Step. Trifft sein ganzes Team auch ziemlich hart, bis auf Maul. Und das ist so sein einziger Switch hin. Deswegen.
ja, Draco ziemlich gut und dann habe ich nur Dark Pulse, weil das halt auch ziemlich, ziemlich gut gegen das Necrozma ist. Und ich kann den Arcanium 7 mit Dark Pulse spielen. Ich wollte jetzt nicht Live-Op haben, weil dann chippe ich mich zu sehr, weil ich spiele es auch noch in den letzten Moves Toxic Roost. Da kann ich zum Beispiel das Necrozma Toxicen dann gegen Roosten, gegen irgendwelche HPs oder so. Und das wird dann passen und ja. Oder gegen Zapdos oder so, wenn er jetzt nicht Live-Op trägt. Ja, das sollte eigentlich passen und ist eigentlich ganz nett. Deswegen ist es auch so dabei, wie gesagt, schnell Zeigert, da gestern von Book, Special Attack und ja, ist dann eigentlich ziemlich, ziemlich klar. Nächster Mon ist dann Celeste mit dem Live-Op, was auch ziemlich gut ist. Es ist schneller als, alle seine Pokémon bis auf sein Mega Aerodactyl, was ganz nett ist. Natürlich kann er auch Scarf haben, wenn er Ditto hat, dann vermutlich darauf. Das ist natürlich ganz nett. Ich kann mit Celeste ziemlich, ziemlich reinhauen. Er hat nicht so einen guten Switchen, vielleicht so spezialdefensiv wie Necrozma, das war es aber auch irgendwie. Weil Fireblast, Sludge Bomb tun seinem Team ziemlich weh, besser halt auf Amoroso, aber das ist auch okay, weil das Ding möchte auch nicht so viel tanken von mir. Kommt auch nicht so gut in der Sludge Bomb rein und ja. Meine andere Moves dann HP Ice, weil die Sache halt Zygarde tankt und das möchte ich nicht, aber die Sache halt, wenn er, sagen wir mal, nicht so viel HP Investment hat, dann kommt dann Fireblast rein und drückt HP Ice und ist eigentlich schon down, was natürlich ganz cool wäre. Und der letzte Move ist Knockoff, einfach, ich habe überlegt, was ich haben möchte, Encore oder so, aber ich glaube nicht, dass ich jeden Core meint Necrozma reinkommen werde. So viele Balls habe ich dann noch nicht und dann ist, glaube ich, Knockoff einfach besser, weil wenn ich irgendwie Lefties wegbekommen kann auf den Cosmos, ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, so auf dem Switchen oder so. Und das sollte eigentlich passen, also ich denke mal, Knockoff ist dann der beste Move, den ich da haben könnte, weil Toxic, ich habe so viele Toxic Monster, ich werde Necrozma halt auch nicht mit Celeste Toxicen, das werde ich eher angreifen wollen und ja. Deswegen denke ich, Knockoff ist nur das Nützlichste, weil der Rest ist halt eh nicht nützlich und ja. So viel dann dazu. Speed ist dafür da, damit ich schneller bin als das Zoroark. Und dann ist einfach ein Special Attack und dann in HP. Ja, dann kommt die Bazi-Blume, meine Flogges. Das ist einfach Wish Protect für sich defensiv, was ganz, ganz nett ist, weil ich kann Hits von Neodactyl ein bisschen tanken. Was wichtiger ist, ist aber von Zapdos, weil das letzte Mal hat mich Zapdos ein bisschen zerstört. Deswegen möchte ich ein bisschen ja, Flogges haben, weil das Ding kann halt speziell selbst ziemlich gut tanken. Generell tankt es auch von Necrozma, kann das Ding Toxicen, was ziemlich, ziemlich nett wäre. Tankt halt auch was von Zoroark, außer es hat die Sludge Bomb, aber die tank ich auch ein bisschen. Von Logar kann ich zur Not was tanken, von Zygarde kann ich natürlich was tanken. Es ist einfach ganz nett, das Mon, deswegen ist es hier auch dabei. Weil er kann dagegen nicht so leicht was machen, er kann mich mit eigentlich fast nichts one-shotten, deswegen ziemlich, ziemlich gutes Mon dabei zu haben. Und ja, mit Wish Protect, Moonblast, Toxic sollte ich eigentlich eine gute Arbeit machen können. Ist eigentlich ziemlich eindimensional, muss ich nicht weiter viel erklären. Die Bazi-Blume mit 2 ist der Mega Visa Floor. Hatte ich das letzte Mal, glaube ich, auch genauso in dem Thread dabei. Weiß ich nicht genau. Ich wollte auf jeden Fall sehr, sehr viel Defensive haben, einfach wegen seinem Zygarde. Da wollte ich nochmal besseren Check haben. Ich tanke was von Blaziken, ich tanke was von Mega Aerodactyl. Es wäre cool, wenn ich was von Zapdos tanken könnte, so ein Air-Cutter, aber das, sagen wir so, der hätte ich so viel Spezialdefensive gebraucht und selbst dann ist es irgendwie auch nicht so geil. Deswegen, ja, lohnt sich das nicht. Physisch Defensive ist da besser, damit ich halt von seinen physisch offensiven Threads mehr tank. Ich habe ja noch Flogus für Zapdos und ja, das wird dann irgendwie Sludge vom Gigarin dann einfach als Steps. Synthese wegen Recovery und HP Ice, falls er nämlich, sagen wir mal, er Zap sehr, sehr viel Spezialdefensive Zygarde, dann breche ich mit Gigasauger nicht den Zap, aber mit HP Ice breche ich immer den Zap und das ist sehr wichtig, weil ich möchte nicht, dass er sich auf meinem Mega, Mega Visa Flow Setup. Das wäre nicht so gut und dafür dann das Moveset. Ja, wie gesagt, sehr für Physisch Dev, dann habe ich ein bisschen Spezialangriff, weil ich einfach noch ein bisschen mehr Damage machen möchte. Noch ein bisschen Special Dev, einfach klein wenig wegen dem Zapdos, dann noch ein 4 Speed, falls er Speed Time möchte und ich habe noch viel übrig gehabt und ja. Das ist dann eigentlich ziemlich easy, das Set. Und ich würde mal sagen, es ist 19 Uhr. Ich werde dann jetzt gegen Bartz kämpfen und ja, mal sehen, wie der Kampf so werden wird. Gut, ich wünsche euch dann viel Spaß am Sonntag und bis dann und ciao.